Und damit herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. So, ist eine neue Aufgabe. Aufnahme. Ich muss mal schauen. Ja, sie sind wieder da. Sie sind einfach wieder da. Komm. Ich gehe hier hin, wenn ich mehr Munition habe. Dann radiere ich die alle aus, aber ich habe jetzt gerade gar keine Lust darauf. Mal hier Kamera-Sicht ändern. Kann mich da jetzt mit 1-2 Schuss da durchzusneaken? Da habe ich keinen Bock drauf. Später mit der Shotgun, richtig viel Munition, gehen wir rein, rotzen die alle weg. Hat's ja Lack. Dann plündere ich lieber hier so ein bisschen die Gegend. So ein Plastikauto. Ah, kannst du mitnehmen. Weiß echt nicht warum, aber... Ich komme nicht rein. Wieso komme ich nicht rein? Das war super strange, aber... Okay, wir lassen das mal so im Raum stehen. Was ist los, Wagen? Warum willst du mich nicht normal reinlassen? Ja, lass die Farben mitnehmen. Warum nicht? Ich habe gerade so viel Platz. Da können wir auch einfach mal alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Die will ich eigentlich stehen lassen. Weil ich weiß nicht, wie das ist mit Respawn. Also Refill. Also gesagt. Deswegen lasse ich die einfach stehen. Wenn ich die mitnehme, nicht, dass die auch wie leer bleiben. Habe ich hier alles gelootet? Ernsthaft? Nichts übrig gelassen? Ein Koffer oder so? Oh ja, die Kippe. Die Kippe habe ich für den zweiten Besuch übrig gelassen. Ich habe mir gesagt, meine Güte, wenn ich hier nochmal vorbeikomme, muss ich unbedingt eine rauchen. Zumindest gibt es ja ein Bett. Bam, bam. Toppelraum. Warte mal. Der Kern. Ich muss mich immer erst daran gewöhnen. Der Kern. Ja, Open Door, meinetwegen. Mach, was du nicht lassen kannst. Jetzt lässt er sie wieder fallen. Habe ich die falsche Taste gedrückt? Ich wollte sie Pickup-mäßig auch nehmen, aber hey. Liegt noch Salz rum, habe ich wohl vergessen. Ketchup kann ich nicht mitnehmen. Hat hier echt schon alles mitgenommen? Ha! Sehr schön. Im Klo gab es nichts mehr. Keine Wurst im Klo, nichts. Einzelne Münze. Bisschen voll. Warte mal. Was ist denn das hier mit der Tür eigentlich? Ne, ich bin nicht voll. Wo bist
bisschen strange, aber okay. Also hier liegt was. Kann hier... Was ist das? Ist das einfach nur der Behälter? Tatsächlich, das ist ein... Ah, okay. Kann ich leere Flaschen reinstellen? Bitte. Und zu Hause. Das braucht... Mal aufpassen, wenn es aufhört mit Zwitschern, muss auch mal ganz schnell Nebel sein. Keine Kästen oder irgendwas? Hier wirklich alles mitgenommen. War sehr sauber und sachlich. Mal kurz hin. Hier, das ist verdammt duster drin. Was ist das denn? Ja, es ist schön, dass du da drinnen bist. Ich müsste nur einen Weg wieder raus dann auch kennen. Gibt es hier irgendeine Tür oder so? Ach so. Verdammt duster, ja. Alles sehr dunkel. Ah. Vielleicht gibt es später mal eine Fackel oder so. Geil. Kann ja nicht einfach mal drüber springen. Kriegt der Junge nicht hin. Nee, ich tue erstmal hier irgendwie Gebäude am Straßenrand. Bevor ich hier in den dunklen Tunnel reingehe. Da Taschenlampe, die kaum 2 Minuten hält, wäre das unschlau. Was haben wir denn hier? Vorne ist auf jeden Fall ein Fahrzeug, aber das habe ich schon. Gut. Brauche Munition, Leute. Ich sag's, wie es ist. Gebt mir Money, Mann. Und ihr Bretter und allen möglichen Bums. Aber keine Money. Oben ist doch was, oder? Könnte ich hier nicht hochklettern. Rucksack, Rucksack, komm. Rucksack, Rucksack. Nixtack. Absolute Nix. Warum lässt du mich hier hochklettern, wenn hier nichts ist, ha? Ja, das Ding könnte ich mitnehmen, aber will ich gar nicht. Ah, von denen finde ich ganz schön viele. Hier ist noch mehr. Wie sieht's denn so... Naja, munitionsmäßig aus. Und hier Lumpen und alles. Ein paar Kugeln. Hier ist irgendwie einer drin. Und
noch mehrere sein. Bin gerade gar nicht so sicher. Im Scheißhaus irgendwas hinterlassen? Nein. Oh, bin schwer beladen. Ich kann nicht rennen. Ah, guck mal, hier ist so ein Fahrzeug. Was mir auch irgendwie zusagt. Ja, ich bin zu schwer beladen. Ich muss laufen. Da drinne hockt einer, sagst du? Okay. Wir gucken wir gleich mal rein. Ja, ist ja gut. Ich hab's da nur probiert. 2-3 Meter. Einfach mal so 2-3 Meter flitzen. Nicht drinne. Ausdauersprint. Nein. Das Spiel sagt nein. Ist unzufrieden mit meiner Leistung. Ups. Ah, ich muss auch irgendwann mal wieder nach Hause. Irgendwie fühlt sich hier alles in Masse. Blutet zu heftig. Guck erstmal bei dem Fahrzeug hier drüben. Nice. Zwei Schuss mit der. Da hinten läuft Person A. Mach den Flipmo Square. Ah, was ist denn los? Beruhigen Sie sich mal, junge Frau, junger Mann. Jetzt mal, wie viel Munition frisst der? Meine Güte, sie frissen Muni. Ah, so geht's auch. Hey, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Munition gespart. Irgendjemand lebt noch. Irgendwo lebt noch jemand. Da. Ganz ruhig. Alles ist geschafft. Ist tot. Endgültig. So. Ja, hallo. Darf ich mal... Oh, nein. Ich hab ein bisschen Muni wieder gekriegt. Das ist ein Untoter. Oder so ein Vieh. Wie es mag. Entschuldigung übrigens nochmal dafür, dass es hier so dunkel ist. Ich nichts anmache, aber ich muss Batterien sparen. Kann es mir nicht leisten, dauernd zwei Batterien zu verschwenden. Es ist
doch mal anfangen, irgendwie diese Dinger mit nach Hause zu nehmen. Nee, lass ich jetzt liegen. Ganz im Ernst, lass ich jetzt erstmal liegen. Und ich sollte mal mein Fahrzeug näher ranfahren. Warte. Gut, ich hab's das da. Hinten mal rein. War noch irgendwie Platz? Nee, ja. Nee. Genau, du bleibst da, wo du bist. Ich glaube, nach dem Ding hier würde ich erstmal nach Hause gehen. Hi. Wegen Platzmangel, aber dann ergab sich das hier. Nee, warte mal. Willst du aufhören, hier rumzusliden? Hi. Nicht ins Dreischuss. Dreischuss können den Unterschied machen. Ja, geil. Jetzt habe ich eine Gitarre. Jetzt kann ich hier nachts auf meiner Klampfe spielen. Ja, da, da, da. Genauso wird sich das anhören. Nehmen wir mit. Ich will reingucken, sehen, was in dir ist. Was? Ach so, ich schon sagen. Grafikfehler einfach nur. Dum, 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 dum. Munitionstechnisch sieht es halt mager, hager, mager aus. Mitgenommen. Spinde kann ich nicht rein. Sägeplatz, okay. Kann ich mir später eine geile Waffe damit bauen oder ist das einfach nur handwerksmäßig? Kein Nackedei-Kalender, ich bin enttäuscht. Köfferschen. Oh oh. Ich wusste es. Im Moment, wo ich gesprungen bin, wusste ich schon so, oh, das wird wehtun. Nice. Dun, dun, dun. Du kriegst dafür diesen ganzen anderen Kram. Ach, ich will immer das da reinlegen. Den ganzen anderen Kram von mir. Zwei Kugeln, wow. Wenigstens habe ich hier jetzt vier. Und hier gab es noch irgendwas zum Mitnehmen. Oh, diese Loot-Tour. Oh, schöne Tasche. Hör auf mit Sliden, zeig mir deinen Inhalt. Sonst trete ich dich. Okay, war es das jetzt mal hier oben? Ja, um die Ecke war noch irgendwas, genau. Und beim Rausgehen habe ich das noch gesehen. Da oben? Wurde es so still? Okay. Schon, jetzt kommt irgendwas. Hier ist gar nichts. Weniger als gar nichts. Überhaupt nichts. Nix, nix. Bucket, Kanister. Was? Warte mal, ich mach mal ganz kurz meine Taschenlampe an. Nur gucken, nicht dass hier irgendwo ein Rucksack in der Ecke liegt und ich den übersehe. Dehydrated. Ich muss etwas trinken. Haben wir irgendwie eine
Cola oder so? Ja. Drink. Also munitionsmäßig sieht es immer noch grottig aus. Sag's wie es ist. Aber kann ja noch werben. Aber absoluter Finsternis hier. Zum Glück werden die Gegenstände mal angezeigt. Ich sehe nicht viel mehr als ihr, wenn ich an dieser Stelle nochmal erwähne. Aber ich muss halt leider Taschenlampe sparen. Batterien sind jetzt nicht das, was hier im Wasser rumliegt. Mach mal ganz kurz an. Da ist noch Batterie von Fahrzeug, ich hab's gesehen. Ja. Das war's auch schon wieder, was es hier so gibt. Hier geht's ja noch weiter. Ja, irgendwie vielleicht mal eine Fackel bauen oder so. Warum geht's hier nicht weiter? Aus irgendeinem Grund möchte ich an dieser Stelle nicht weiter reinlaufen. Ich will auch nicht raus, aber hier ist eine magische Barriere. Komme ich nicht weiter. Ab nach draußen. Okay. Ist mein Fahrzeug da? Ist hier sonst noch was zu holen? Müssen am Straßenrand noch was. Ich weiß. Das ist ein einzelnes Auto. Oh, eine Hütte. Oh, eine Hütte, die man bewohnen kann. Also muss es hier was geben. Aha. Ist ja ein potenzieller Spawnpoint. Ja, ich wusste es. Es muss hier was geben. Spawnpoints müssen eine Grundausstattung haben. Mach's halt so. Ich dachte, ich schaff's das mit einem kleinen Hopser, aber ja, wirklich nur die Grundausstattung. Ich weiß nicht, ob ich da hochfahren sollte. Bei Banditenlager und so. Schauen mal. Bingo. Das ist Banditenlager. Da habe ich nicht genügend Munition für. Okay, ab nach Hause. Ein bisschen was einwuchten, ein bisschen was zur Seite stellen. Kann ich aber noch mal reingucken. Der voll kann gelohnt. Wie viel Benzin habe ich hier drin? Carry? Weil ich kann ja zumindest Benzin klar. Ich sag dazu nichts. Ich mache es auch die ganze Zeit falsch, aber sieht das wie was aus, wo es Munition gibt?
oder nur Gegner? Was denkt ihr? Ich tippe auf Gegner. Ich höre es pokern. Jo. Nehmen es einfach alles mit. Mist. Mistigkeit hervorgerufen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Können wir ein bisschen was klauen? Ne? Noch haben wir ein bisschen Platz. Dun, 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 dun. Kann ich auch, deswegen. Dun, 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 dun. Ja, aber ja nicht irgendwo noch so eine Flasche auf dem Boden. Ich warte sicher, war es die? Ich weiß noch, irgendwann ist eine Flasche sich auf den Boden abgestellt. Kochpott. Ah, flupp. Jetzt drüben höre ich da drinnen, oder? Jo. Wir fahren nach Hause. Und wer habe ich erstmal genug. Pathfinding ist nicht mehr so einfach wie früher. Jetzt glaube ich parallel zur Straße. Ja, das ist Motel. Fahre ich nicht weiter. Ich fahre auf der Straße. Die habe ich gesichert. Schön kleiner See. Wo ich später mal angeln. Weil es die Funktion noch gibt, ich weiß es gar nicht. Aber doch, ich habe ja gesehen, dass es da Fische gab. Mein Baumenü konnte man die ja irgendwie auseinandernehmen. Komm, komm. Bitte was? Da steht ein Bandit. Habe ich nicht dafür gesorgt, dass die hier nicht mehr spawnen dürfen? Hab ich nicht die Flagge gehisst? Ich hatte die Flagge gehisst. Alles nicht so einfach, sagt das Spiel. Behauptet einfach, ich habe gelogen. Kann ja nicht wahr sein. Du feistes kleines Spiel, du. So. Koffer werden reingeräumt. Für den Fall, dass Kelvin jemals wiederkommt. Ich nehme hier schon mal seine gepackten Koffer. Obwohl, die kann ich oben hinstellen in mein Schlafzimmer. Hier halt. Ich bin erst dran gewöhnt, dass das mein Schlafzimmer ist. Dann kommt da Klamotten rein. Zack, zack, zack. Alles, was so klamottenmäßig ist, dort untergebracht. Und in dem Kleiderschrank natürlich auch. Nee. Hier waren diese Dinger drin. Bisschen sortieren. Fuß hier unten. Kann ich eigentlich auch in dieses andere mit reinlegen. Oder? Ganz ehrlich, kann
kann ich. Ja, Wurf. Warte mal. Dass ich zumindest ein Lagerfeuer-Action habe. Seil und so brauche ich da. Den move ich auch mal rein. Machete nannten sie ihn. Ach, andersrum. Dres. Zack. Habe ich was Passendes für euch? Nee. Ah, der Schluss der Folge, das wird jetzt auch mal so ein bisschen Einpack-Action. Kann man verstehen, oder? Hier stelle ich erstmal rein. Wenn ich später meine Ecke mit, ich sag schon, mit der Schnapsbrennerei habe, kommt das daneben. Weil wenn ich schon etwas habe, wo Flaschen noch reinkommen, dann werde ich das auch nutzen. Auf dich zu bewegen. Bau das. Alarm. Wollen wir langsam aber sicher mal so Teller und Salz hier oben im obersten einräumen? So, da einfach Teller, Salz und so einen Schmutz reinlegen. Hier ins oberste kommen ab jetzt Nahrungsmittel rein. Darunter kommen Getränke. Und ganz unten kommt der Rest. Bam, bam, warte mal. Zack, zack, zack. Ich muss erstmal das Unnötige loswerden. Das Ketchup und Senf verbrauchen sich. Habe ich das gerade richtig gesehen? Unschön. Hier drüben Heilgegenstände. Pillen und so. Daneben erstmal hier Werkzeuge. Bisschen Ordnung. Nicht ein bisschen Ordnung. Ketchup und Senf verbrauchen sich. Ist etwas. Nein. Einfach falsch, nein. Wisst ihr, wie lange die haltbar sind? Unmöglich. Hier, deine Tasche. Klamotten kommen oben rein. Hier ein paar Handschuhe. Ein paar geile Hemden kommen hier rein. Wenn ich hier schon Möbel schon drin habe, dann nutze ich die auch. Punkt Ende aus. Kelvins Koffer. Kelvin. Falsches Spiel, Junge. Scotts Koffer. Komm auch nach oben. Munition. So, Pfeile. Hier noch mehr davon drin. Munition erstmal hier mit rein. Bisschen Ordnung, die muss rein. Ich muss noch mal was testen.
Weil ich habe drinnen eigentlich jetzt erstmal genügend Schränke. Ich habe echt keine Ahnung, warum ich die ganzen Reifen dabei habe. Alles nur als Ersatz, falls es mal soweit ist, ha? Huh? Hey, du hast dich selbst bewegt, gib's zu. Ich habe dich gerade hingestellt. Bleib da gerade stehen. Zack, zack. Munition, Perversion. Munition kommt nach hier oben. Klack. Baumaterialien. Klack. Look. Butternight. Hier oben rein. Medikamente hier. Nicht, dass die sich ver... Das ist ja furchtbar. Wer hat das eingeführt? Was kommt hier mit raus? Nee, Benzin. Mal die ganzen Schränke durchgehen, wo ich irgendwie Doppler drin habe. Nähzeug gehört ja eigentlich auch zur Erster Hilfe. Ja, da kann ich ja Verletzungen heilen mit. Fuß. Schokoriegel hier raus. Das hier drüben rein. Ja, Kippen, keine Ahnung, warum ich die aufsammle, aber wenn ich es nicht tue, wer tut's dann? Ich denke immer, hier fällt gleich der Nebel an. Weil plötzlich ist das Spiel leiser. Töpfe. Warum? Warum? Ich drücke nie die falsche Taste und der haut mich immer bei Steam wieder rein. Bam, bam. Muss nur mal Platz schaffen. Schon wieder? Lass das. Ich drücke nicht die falsche Taste. Erzähl nicht so einen Quatsch. Ey, ohne Flachs spielen. Irgendwann ist gut. Bin ich nicht lustig. Ich drücke nicht die falsche Taste. Ja, ich wollte diese Dose liften. Die Tastenkombination ist es. Wenn ich die andere Taste nicht rechtzeitig loslasse, dann schmeißt er mich immer bei Steam rein. Stiefel nach oben. Schlafzimmer ist hier drüben. Weiß man doch, Junge. Stiefel. Mützen. Ah ja, langsam sieht's nach Ordnung aus. Streichhölzer. Bam, bam. Bam. Weiß nicht, warum ich... Schwierig zu sagen. Besser hier mit rein. Alte Kartoffel hier. Ich leg die jetzt erstmal alle hier rein. Eins darunter das.
Sind wir schon raus. Buff. Zack, zack, zack. Ich muss es nur mal stacken. Ich muss einfach anfangen, es zu stacken, dass es weniger Platz wegnimmt. Hier ist noch Quatsch alles zusammen. Spiel, hör auf damit. Wer hat sich das ausgedacht, dass diese Kombination mich zu Steam reinhaut? Wer war der Überzeugung, das ist ein schlauer Einfall? Hier? Da? Da? Weiß jetzt gerade nicht, was ich davon halten soll. Wo ist die Kiste mit dem... Da. Kommt das mit rein? Das hier? Rein theoretisch, Propan ist doch Küchenutensil. Brauche ich doch für dieses andere Zeug, ne? Okay. Habe ich ungefähre Ordnung jetzt? Ungefähre Ordnung geschaffen. Kann ich hier hinten noch ein bisschen plündern. Was hier noch so drinnen liegt. Oh ja, jetzt kommen die ganzen Farben. Jetzt kommen die unnötigen Farben. Wir kriegen eigenen. Du kannst hier mit rein. Sehr schön, sehr schön. Salz, warum nicht? Münzen. Sind die Münzen eigentlich nur für diesen Automaten? Oder werde ich später mit anderen Survivern da ein bisschen Handel treiben können über Münzen? Langsam. Hier unten kommen Bretter rein und so. Komm. Hier kommen Baumaterialien für alles Mögliche rein. Du kannst erstmal zu dem. Die Zweige da mit rein. Farben hier unten. Ich weiß, ich habe gerade eine Farbe vergessen, aber ich wollte erstmal die hier wegbringen. Flop, flop. Okay, wo waren sie jetzt? Da. Kann da mit rein, kann da mit rein. Die Mütze kommt nach oben. Meine anderen Mütze. Flop. Yeah. Jetzt wird's, jetzt wird's. Herräumen die Dinger. Getränke, Ketchup, das verfault. Kommt da immer noch nicht rein, ist drauf klar. Beziehen, das, Münzen. Ja, ja. Jo. Und bei der nächsten Folge sollte ich mal in meiner Basis ein bisschen hier rumwerkeln, ne? Ich habe jetzt so viel Schrott etc. Du darfst wieder raus, du darfst da wieder rein. Okay. Zack, zack. Zack, zack, hier die Teller. Kannst du aber Teller für die Nahrungsmittel, die man sich da macht? Das war eine gute Frage. So, wieder raus. Boah, hier ist ja noch mehr Stuff drin. Ich habe einfach zu viel gelootet. Der ganze Mist. Bam, 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 bam. Reicht gar nicht. Reicht bei weitem nicht aus. Na ne. Da rein. Und da rein. Nähzeug. Hier mit nach oben. Mittlere Schublade da. Und du da. Und in der mittleren Line bleiben. Büchsen hier.
Hey, Hopsasser, Triggersprung. Bam, bam. Bam, 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 bam. Ich nehme gerade nur das raus, wo ich eindeutig weiß, wo ich es hinstecken kann. Falls jemand gefragt hat, warum ich manche zurücklasse. Hat sich niemand gefragt, ich weiß. Halt. Ist noch ein Platz frei. Zack, zack, zack. Nee. Einfach nein. Fuß da. Lappen da. Teller da. Wollte ich die Münzen hier, ne? Kann ich auch die? Oh. Früher konnte man die, glaube ich, nicht stacken. Aber früher konnte man die nicht stacken. Aber auch nicht mehr so ganz sicher. Eigentlich kann ich das alles mitnehmen. Und Teller. Ja, die volle Kartoffel kannst du erstmal hier reinlegen. Mit der habe ich gerade nichts zu tun. Ja, vor allem. Ich muss die ja behalten. Die muss ich auffüllen. Ich merke jetzt gerade auf. Ich gucke da drauf und denke mir so, hä? Da ist ja gar nichts drin. Okay. Ja, ich überziehe die Zeit. Ich weiß. Okay. Opan-Dinger werde ich bei Gelegenheit, wenn ich mal so ein Ding finde, auffüllen. Bam, bam. Baumaterialien. Wichtigen Kippen. Sind super wichtig. Spiel, hör auf. Wer hat sich diese Kombination ausgedacht? Diese Tastenkombination. Dauernd werde ich zu Steam reingehauen. Dauernd unterbricht das Spiel dafür. Habe ich nicht was dafür? Ich mich verguckt haben. Ich dachte, ich hätte was dafür gehabt. Ja, da, da, da. Baumaterialien. Auch die. Drei Schölzer. Hier oben mit rein. Da auch die wichtige Kippe. Ist super wichtig. Ich weiß nicht, wie ich die Postapokalypse überlebe ohne sie. Ich wieder nicht viel Stuff gefunden. Oh boy. Das Thema hier. Das hier kann ich gleich verbraten. Das Seil. Sehr schön. Brauche ich noch mehr Seil? Nee. Hab keins mehr. Sagt das Spiel. Nein, halt, Kochplatte. Ja, ist jetzt nicht so spannend, was ich mache. Ich gebe es zu. AK. Munition kann ich hier nachladen. Oh boy, es nimmt kein Ende. Dann habe ich diesen ganzen Stuff hier vor Ort. Ich weiß damit noch nichts anzufangen. Ah.
Munition sollte ich eigentlich nicht oben einlagern, sondern im Van behalten. Wir haben ja festgestellt, es wird schwierig. Sagen wir so. Wir haben das festgestellt, dass ich mit nur durchgeladenen Waffen alleine das nicht lange durchhalte. Oh. Kannst du mal essen? Wird das vergammelt? Kannst du das essen? So, jetzt beende ich aber wirklich die Folge. Ich bring das jetzt noch rein. Machen wir nächste Folge dann weiter. Nee, halt. Quatsch gebaut. Ich habe wieder hier jeden Müll mitgenommen. Die kannst du mal behalten. AK kommt hier mit rein. Hier Aufsätze und so? Nee, ne? Von Molly. Der Molly, der kann mal mit. Ich habe da schon diese Pupu-Dinger gesehen. Da kann der eigentlich mit. Uff, uff. Ja, da kannst du mit rein. Weißt du, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt rein und lass den anderen Kram. Das war gelogen, ich gebe es zu. Ersatzmesser hier mit rein. Hier auch mal zack, zack. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Ist ja noch der ganze Bums mit drin. Nee. Ich dachte, ich könnte euch austricksen nach dem Motto, wir schaffen das noch, aber wir schaffen es nicht. Gut, jetzt aber wirklich. Handschuhe noch hier mit rein. Den Rest in der nächsten Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen, reingehauen. Tüdelü.